Und damit herzlich willkommen zum nächsten Reality-Check hier in Simrail. Unser heutiges Opfer ist Draboba Gornica. Wir sind momentan hier in Draboba Gornica Zapkowice. Und ich fange mit der Station an, weil ich vor dem Stellwerk da unten ein Foto gemacht habe, was ich im Vorbeifahren geschossen habe. Und ich versuche das mit dem Zug da ungefähr mal gleich einzufangen, damit wir hier mal gucken können, inwiefern das Stellwerk der Realität entspricht. Dann fahren wir weiter nach Draboba Gornica, werden uns da mal die Einfahrt angucken, beziehungsweise wir fahren nicht ganz rein, aber ich zeige euch das Video von der echten Einfahrt, die ich 2024 aufgenommen habe. Und dann schauen wir uns den Bahnhof an sich an, denn der hat sich gut verändert. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal in unseren Keyline. So, machen uns bereit für die Abfahrt. Hier haben wir den Gong hier. Und ich bin wieder im Singleplayer unterwegs. Das ist, glaube ich, jedes Szenario, wo ich mal beim ersten Anspielen nicht weitergekommen bin. Und jetzt versuche ich, dann so stehen zu bleiben, dass ich ungefähr den Blickwinkel habe. Beziehungsweise, ich muss eh aussteigen, nachdem ich die Kamera hier nicht bewegen kann. So, da vorne ist es ja. Wunderbar. Und einmal kurz anhalten. Södele. Wunderbar. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich habe das natürlich aus dem Wagen raus fotografiert. Das heißt, die Kamera wäre echt ein bisschen höher gewesen. Aber es müsste so ungefähr, ich habe ein bisschen reingezoomt, es müsste ungefähr so sein. Ja, ich glaube so plus, nee. Ja, ich bin mir nicht, ich glaube eigentlich ist es so bei dem Fenster. Ja, ich glaube das ist so ungefähr der Shot. Also, jetzt ist Simray. Das ist die Realität. Passt jetzt natürlich vom Winkel nicht ganz. Aber ich würde mal sagen, das Stellwerk inklusive den ganzen Pfosten da im Hintergrund ist soweit authentisch. Ja. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Gut, darauf wird die Kühleinheit. Aber schauen wir mal, ob man theoretisch durch diese Tür reinkommt. Man kommt. Das wäre das. Ah, okay. Hätten wir das auch geprüft. Perfekt. Dann ab geht's. Wir müssen noch in Draboba Gornica Golonok irgendwie halten. Bei den ganzen Zwischenbahnhöfen habe ich keine Aufnahmen gemacht. Grund dafür war eigentlich nur, dass die S-Bahn hier nicht so oft fährt. Also es ist nicht so, dass da irgendwie alle 10 Minuten ein Zug kommt und stehen bleibt. Das ist mehr so alle halbe, dreiviertel Stunde mal, dass da was hält. Deswegen war man jetzt ein bisschen zu zeitintensiv. Das nächste Mal würde ich vermutlich mit einem Auto fahren oder so ähnlich. Da ist in der Realität ein bisschen was rumgestanden. Da geht ja auch diese eine Strecke dann nach links weg. So, schauen wir, dass wir das hier gut machen. Natürlich immer schön einmal die Pfeife abgehen lassen. Ach, der Kiebel. Das wäre so schön gewesen, wenn ich den auf der Strecke hier gesehen hätte. Aber wollte nicht sein. Hab den nur auf den Abstellgleis gesehen. Aber so grundsätzlich von der Umgebung kommt schon hin. Vielleicht ein bisschen weniger Grünzeugs. Knapp 2 Kilometer noch. Ich meinte, an dem Bahnsteig kann ich noch erinnern, der ist am Anfang hier auch recht grün. Und dann hier der eigentliche Bahnsteig. Diese Kleinhalte, die haben sie fast alle modernisiert. Die schauen richtig gut aus.
Kilometer noch. Da haben wir auch schon die Ankündigung dafür. So, und ich meinte, diesen Halt haben sie umgebaut. Der Perron in der Mitte ist nicht mehr da. Der ist jetzt hier seitlich. Ich glaube, das war der hier. Und ich bin zu schnell. Und da hat Perron jetzt auf der anderen Seite. Wird das noch was mit anhalten? Aber ich glaube, das war diese Station. Warum auch immer man das dann geändert hat. So, sehr gut. War ein bisschen grob, aber erfüllt seinen Zweck. So. Bitte alle ein- oder aussteigen für die Sonderfahrt. Nächster Halt und Endhalt. Drabor Gornica. Für den Reality-Check. Sehr gut. Da würde ich mal hoffen. Ab geht's. Ja, wow, mit Verspätung, mein Gott. So, 3,47 Kilometer. Plan wird sein, kurz vor der Station anzuhalten, damit ich bessere Fotomotive hier habe zum Vergleich. Eventuell muss ich dann den Kiebel ein bisschen hin und her schieben. Aber das ist alles machbar. Und da haben wir auch schon Drabor Gornica. Und diese Betonbunker hat es auch in der Realität. Nicht schön, aber zweckmäßig. Dafür das Stadtzentrum relativ schön. Aber das werden wir uns jetzt ansehen können. Und oh, Gott sei Dank, danke Simrail, dass du jetzt nicht abschmierst. Sehr gut, dann gehen wir mal kurz in die Eisen hier. Und da haben wir das Einfahrsignal. Der Plan ist jetzt, kurz vor der Station anzuhalten, beziehungsweise diese Weiche da, merkt euch mal, der ganze Aufbau hier, denn das hat sich leicht verändert, beziehungsweise sobald wir hier stehen, gebe ich euch mal ganz kurz ein kleines Video von der Einfahrt in der Realität. Vor allem achtet da bei dem Video mal auf den Bereich hier hinten. Okay, da wären wir da in der Drabor Gornica. Für euch erstmal das Video von der Einfahrt in den Bahnhof an sich.
Okay, da habt ihr die Einfahrt gesehen und da kommen wir jetzt auch schon zum allerersten Reality-Vergleich. Dazu müssen wir hier mal in diesen Platz hier reingehen. Da haben wir ja hier die Industriegleise, die da hinten zur Industrie gehen, zu Skoda. Und das hier hat sich ganz schön verändert, inklusive von diesem Gebäude. Werden wir aber gleich sehen. Wir fangen mit dem allerersten Foto an. Das ist so plus minus, würde man sagen, so von hier aus geschossen. Ja, das könnte hinkommen. Und hier einmal, wie das Ganze hier in der Realität aussieht. Ihr seht schon, da sind die ganzen Gleise verschwunden. Das ist hier ein alles ganz schöner Vorplatz inklusive Abstellbereich da für die ganzen Fahrräder und Co. Das Häuschen da hinten hat es immer noch so, aber alles komplett modernisiert. So, hier nochmal Simrail. Realität. Simrail. Realität. Okay, kommen wir zum nächsten Foto. Das nächste Foto habe ich ungefähr so geschossen. Lass mal kurz gucken, dass ich das ungefähr gleich hier drin habe. Da stehe ich ungefähr so da. Ja, bei dem Gebäude da so im Hintergrund. Und dann machen wir ganz kurz den Reality-Vergleich. Da haben wir jetzt eine Unterführung. Rüber zum Bahnsteig. Nur so als Vergleich. Ist so ungefähr gleich hier. Komplett modernisiert. Also momentan hier ein Simrail. Bahnsteig geht da nach hinten. Und man geht da hinter dem Stellwerk über die Gleise hier drüber zu diesem Bahnsteig, der ja eigentlich gar nicht mal so altbacken aussieht. Ist mal zu dem. Okay, der nächste Bildvergleich ist von dem Gebäude aus, von dieser Kante aus. Da stehe ich ungefähr, mal schauen. Ja, ich würde mal sagen, so da. In der Realität schaut dieser Blickwinkel so aus. Ich sehe gerade, passt vom Winkel nicht ganz. Muss, glaube ich, eher mal so ein bisschen so stehen. Ja, jetzt dürfen wir hinkommen. Und da seht ihr, da ist ein Bahnsteig mit dazukommen. Also, das wäre irgendwie auch geil hier in Simrail, dass wir hier so einen Bahnsteig haben. Das Haus ist komplett renoviert worden. Simrail, ist das hier eine Bruchbude? Und hier ist alles grün. Das hier ist ein Gleis dazukommen. Und der Bahnsteig wird erneuert. Und ja, das sieht jetzt richtig gut aus. Ich, davon, glaube ich, habe ich noch einen anderen Shot. Naja, ich habe noch einen Shot von der Unterführung. Das ist quasi, wenn man jetzt hier drunter ist, quasi so. Das ist die Unterführung. Alles komplett neu. Also nichts Spannendes, alles mit Digitalanzeigen. Lifte überall. Sprich, wenn man im Rollstuhl unterwegs ist, kommt man hier Gott sei Dank gut unterwegs. Dann gibt es eine neue Weiche. Die, mal kurz schauen, das müsste so von der Position her ungefähr so sein. Da schaue ich so ungefähr rüber. Das gleiche Bild in der Realität. Da haben wir diese Weiche. Kommt so plus minus hin. Und mal gucken. Das ist ein schwieriger Shot. Da stehe ich jetzt hier auf diesem Bahnsteig und dann hat es hier, muss ich mal kurz gucken, das ist, hier ist eine Tür. Die habe ich gerade so im Frame hier drin. Ja, das müsste ungefähr so hinkommen. Hier nochmal der Blick in der Realität. Oh, das habe ich sehr gut getroffen von der Position her. Ja, fast 1 zu 1. Also inklusive mit Dach und allem. Also Gottes Haus haben sie da richtig gut getroffen. Und da hinter diesem neuen Bahnsteig, da hat es hier so einen Park-and-Ride-Bereich. Den werden wir dann auch gleich nochmal sehen. Aber gut geworden. Okay, weiter mit dem Reality-Check. Der nächste Shot, der ist ungefähr, mal kurz gucken, müsste so sein. Merkt euch mal dieses Signal da.
das hat sich leicht verschoben, inklusive der Bahnsteig hat sich leicht verändert. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne gehen. Aber ja, Bahnsteig ist gekürzt worden, dafür in die andere Richtung verlängert. Und da hat sich hier entsprechend was mit den Signalen getan. Okay, dann mal schauen, was haben wir denn hier noch? Ach, das war eigentlich noch ganz witzig. Das zeige ich euch mal. Das hat jetzt weniger was mit dem Reality-Check zu tun. Aber so sieht der Bahnsteig aus. Inklusive die ganzen Infotafeln, was man jetzt so braucht mit Uhr und allem, komplett digital. Und das war noch ganz nett bei diesem Trabova Konica. Hat das R gefehlt. Einfach mal so als kleiner Easter Egg so an sich. Da hier doch mal in der Nahaufnahme. Also einmal schön deppen, wenn man in Trabova Konica ist. Gut, der nächste Shot. Der geht hier in die Richtung, denn auch dieses Gebiet da wurde neu gemacht. Ebenfalls ist das so eine Art Park-and-Ride-Anlage. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe jetzt ein bisschen wenig Referenzpunkte. Aber ich glaube, das ist so ungefähr diese Sicht da. Ja. So sieht es in der Realität da hinten aus. Riesengroßer Parkplatz. Und ihr seht gerade die Dinger da oben. Gehen noch viel weiter. Also ich weiß nicht, ob da geplant ist, ob da noch mehr Gleise dazukommen. Ich mag es zu bezweifeln. Andererseits frage ich mich, warum zieht es dann auch überhaupt so weit? Aber hier große Parkfläche. Auch da mit Fahrrädern zum Platz zum Abstellen. Just saying. Nur so als ungefährer Vergleich. Alles neu. Okay. Das gleiche auch nochmal in die andere Richtung. Das müsste ja ungefähr von hier aus geschossen sein. Der Blick hier. Da ist jetzt hier die Unterführung, auch inklusive mit Lift. Ist so plus minus die gleiche Ansicht. Okay, dann das Bahnhofsgebäude an sich. Dazu muss ich mal hier ein bisschen weiter nach hinten gehen. Es ist jetzt alles ein riesen Busbahnhof hier. Die Straße hier hinten. Mal schauen, wie weit ich da nach hinten gehen kann. Also hier geht eigentlich eine Straße hoch. Es hat da hinten einen... Ah, da ist die Straße. Das haben sie hier alles komplett neu gemacht. Es geht dann hier rund. Also da ist ein Kreisverkehr, so plus minus. Und dann geht die Straße hier unter die Gleise hier so durch und auf der anderen Seite wieder raus. Also das ist hier alles komplett demoliert worden. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Shot hinbekomme vom Bahnhofsgebäude. Das war... Ich glaube, das war ungefähr so. Ja, das kommt hin. Machen wir ganz kurz den Wechsel. Bahnhofsgebäude jetzt inklusive diesen komplett neuen Vorplatz und Bahnhofsgebäude in SimRail. Also finde ich wirklich cool, dass sie da das alte Gebäude wieder komplett restauriert haben und in den Neubau mit einbezogen haben. Okay, dann dieser Bahnhofsplatz an sich. Ich glaube, da müsste ich jetzt ungefähr so dastehen. Der Bahnhofsvorplatz sieht so aus. Jetzt hat sie die ganzen Busterminals, Platz für die Autos zum Parken. Hinter diesen Terminals ist dann das Park and Ride. So jetzt hier in SimRail. Also da haben sie ordentlich Geld reingesteckt, um das hier zu modernisieren. Gut. Dann, was haben wir denn noch? Ich sage, den Bahnsteig, den haben wir schon. Ich habe hier nochmal einen netten Shot von dem neuen Bahnsteig hier runter. Vielleicht ist das ja schon die Andeutung, dass hier Umbau geplant ist. Mit den Dudes hier. So. Ich glaube, da stehe ich ungefähr hier. Mal gerade schauen. Und ich glaube, so oder so runter. Es dürfte hinkommen. In der Realität so. Und das neue Gleis da hinten, das geht dann hier mit einer Weiche wieder auf das eigentliche Hauptgleis rüber und dann nochmal ganz nach rechts.
Und das geht aber hier auch geradeaus weiter, denn der Industrieanschluss von Skoda ist nach wie vor vorhanden. Es geht einfach nur weiter hinten rein. Was man in Simrail jetzt da schlecht sieht, sondern das ist ja das Gleis hier hinten, was dann hier auf 1 zurückgeht und dann diese große Kurve macht. Ich glaube, in meinem allerersten Aboba Konnichiwa Video, da bin ich ja mal da nach hinten gegangen und habe die Industrie mal angesehen. Da hat es noch ein bisschen wild ausgesehen. Gut, dann von hier unten nochmal der Shot da nach draußen. Mal schauen, das müsste ungefähr hier so sein, der Shot. Stehe ich ungefähr so da. Ja, plus minus so. Machen wir den Vergleich. Ja, vielleicht ein bisschen weiter nach links. So, plus minus die gleiche Ansicht. Also man sieht schon, wie das verkürzt worden ist. Aber kommt hin. Gut. Park and Ride ist hier. Das heißt, hier bin ich ein bisschen runtergegangen und habe ungefähr so nach unten gesehen. So als Vergleich. Alles weg mit den Schienen, alles Park and Ride. So, und ansonsten, was haben wir hier noch Interessantes? Hier, ja, aber der Vorplatz ist, das ist der Haupteingang, glaube ich, hier. Und da hat es noch eine nette Infotafel hier, wo dann zeigt, was im Gebäude alles so ist. Das sieht dann ungefähr so aus, also man kann dann hier sehen, wo man ist, das Ganze leuchtet dann, geht man hier rein, dann hat man hier da sein Cash-Ding, I guess. Garten kaufen, Toilette, Wickelraum, also komplett modernisiert. Alles, was man so braucht in einem modernen Bahnhof. Ja, das ist eigentlich so grundsätzlich Aboba Konnichiwa. Jetzt hat sich sehr verändert, wobei ich finde es jetzt auch nicht falsch, wenn man vielleicht mit dieser Gleisanlage hier im Zimmer irgendwas anstellen könnte. Vielleicht mit dem neuen Update, wer weiß. Weiß ich Stand von dem Video noch nicht. Aber es ist der Change von Aboba Konnichiwa. Was ich jetzt noch für euch habe, ist ein Video von der Ausfahrt vom Bahnhof. Das startet ungefähr da hinten, am Ende vom Bahnsteig, mit der Blickrichtung nach so runter. Da seht ihr dann noch, wie das Industriegleis hier weggeht. Und das war's mit dem Reality-Check von Aboba Konnichiwa. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann mal schauen, welche Stationen wir uns als nächstes vornehmen, um zu gucken, wie es in der Realität aussieht. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.